Herzlich willkommen aus Düsseldorf zur Einjahresbilanzpressekonferenz Männerhilfe Telefon, eine gemeinsame Initiative der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ja, am 19. April 2020 war es soweit. Das Männerhilfetelefon bundesweit einmalig unter 0800 123 9900 bietet von gewaltbetroffenen Männern Unterstützung und Hilfe an. Zusätzlich steht über www.männerhilfetelefon.de eine E-Mail-Beratung zur Verfügung. Warum machen wir das? Männer sind von Gewalt betroffen. Und es gehört dazu, dass wir in einer Gesellschaft auch dieses Phänomen endlich enttabuisieren. Und es deutlich benennen und gleichzeitig Schutz vor Gewalt anbieten. Denn wer in Gewalt lebt oder Gewalt fürchten muss, dem ist ein freies oder selbstbestimmtes Leben nicht möglich. Und deshalb gehört Anti-Gewaltarbeit zur natürlichen Aufgabe, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht. Gleichzeitig haben wir das Männerhilfetelefon wissenschaftlich begleiten lassen vom Institut für empirische Soziologie der Universität Erlangen-Nürnberg. Rund 1825 Kontakte hat es seit dem 19. April 2020 gegeben. 70% der Betroffenen befanden sich in einer akuten Gewaltsituation. Rund 35% der Anrufer kamen aus Nordrhein-Westfalen, 18% aus Bayern, die verbleibenden aus dem übrigen Bundesgebiet. Und wir machen nicht Stopp, im Gegenteil. Jetzt nimmt die Anti-Gewaltarbeit richtig Fahrt auf. Noch heute starten wir eine neue Social-Media-Kampagne mit unterschiedlichen Motiven, um das Angebot des Männerhilfetelefons noch bekannter zu machen. Und wir freuen uns, die Kollegin Staatsministerin Carolina Trautner aus Bayern und ich, dass Baden-Württemberg jetzt mit einsteigt. Ab Sommer soll es eine Online-Beratung mit Chatfunktion geben. Also Sie merken, Gewalt gegen Männer hat bei uns keinen Platz. Machen Sie mit! Helfen Sie mit, bieten Sie Ausweg, bieten Sie Unterstützung und benennen Sie Gewalt gegen Männer genauso offen wie Gewalt gegen Frauen.